Hallöchen, Freunde. Und gleich zum Anfang dieser Folge brauche ich erstmal euren Rat. Kurz vorab gesagt, ihr habt ja die letzte Folge gesehen, das war der erste Zusammenschnitt vom Stream. Nicht wundern, ich weiß, das Video ging nur knapp 14 Minuten, ist aber in Zukunft länger angedacht. Das heißt, die Videos werden länger, die Zusammenschnitte. Das Problem einfach war, dass Twitch mich ein bisschen abgefuckt hat am Anfang. Jeder konnte Spielsound hören, keiner konnte mich hören. Ich habe ewig lange gebraucht, um rauszufinden, was der Fehler war. So ist es halt, wenn man das erste Mal streamt. Da passieren halt auch mal ein paar Probleme und dementsprechend haben wir an dem Abend auch nur eine Stunde Valheim gezockt. Wir haben relativ lange Holz gesammelt am Anfang, was ich jetzt nicht so spannend fand, und in den Zusammenschnitten möchte ich euch natürlich die spannendsten Sachen zeigen. Dementsprechend sind halt am Ende nur 14 Minuten oder so rumgekommen. Wird aber in Zukunft länger angedacht, sind ja eigentlich anderthalb bis zwei Stunden zu zocken pro Stream und dann geht's noch ein bisschen in Raft rein. Also, das vorab gesagt, jetzt meine Bitte an euch, denn ich brauche euren Rat oder ich möchte gern eure Meinung wissen. Passt das für euch soweit, wenn wir so einen Zusammenschnitt dann anstatt einer normalen Folge bringen? Weil beides schaffe ich nicht. Also zwei Folgen auf einmal, eine Folge aller zwei Tage, so rum, Mann, was ist hier los? Also eine Folge aller zwei Tage und dann zwischendurch noch den Zusammenschnitt mit reinbringen, schaffe ich einfach zeitlich nicht, das tut mir leid, aber wenn du zwei Stunden Valheim streamst, brauchst du halt auch schon zweieinhalb Stunden locker, um dann einen Zusammenschnitt draus zu machen, musst ja das ganze Videomaterial einmal durchgucken und schneiden und so weiter. Und das schaffe ich einfach nicht, vor allem nicht, weil ich es chronologisch auch halten möchte. Ich fände es halt doof, wenn hier eine Folge vom Let's Play kommt und hier extrem viele Sachen sich verändert haben und dann erst einen Tag später der Zusammenschnitt, wo man das sieht. Also ich finde schon, es sollte chronologisch sein. Und dementsprechend schaffe ich einfach nicht beides, sondern ich würde es so fortführen, wie wir es jetzt auch vor zwei Tagen gemacht haben, dass anstatt einer normalen Folge halt ein Zusammenschnitt kommt. Jetzt ist nur die Frage, ist euch das lieber so? Wir können das auch, ich richte mich da wie gesagt komplett nach euch, auch so machen, dass wir den Twitch-Stream sein lassen. Wer will, kann sich ja auf Twitch noch reinziehen, ist ja ein paar Tage jeweils dort noch hochgeladen und wir machen hier ganz normal mit dem Let's Play weiter. Oder sagt ihr, nö, ich finde das eigentlich schon ganz geil. Dann machen wir es halt so. Also, wirklich bitte an jeden von euch, der das gerade schaut, haut mir kurz einen Kommentar rein. Mir reichen zwei Worte mit Twitch-Stream oder ohne Twitch-Stream. Mehr brauche ich gar nicht von euch. Und dann wissen wir, wie wir hier weitermachen. Wäre halt geil, wenn sich ein paar Leute finden, weil ansonsten entscheidet es einer. Wenn jetzt nur ein Kommentar kommt, ich richte mich wirklich komplett nach den Kommentaren. Deswegen, macht bitte mit, schreibt es einmal drunter. Dann wäre ich echt happy. Ich will euch ja damit glücklich machen, mit dem Let's Play und allen drum und dran, und nicht, dass mir dann ganz viele Zuschauer und Abonnenten abhauen, weil sie sich sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich finde die normalen Let's Play-Folgen geiler. Wäre ja schade drum, also kurzen Kommi dalassen, würde mich sehr, sehr freuen, und dann werde ich einfach aus und die Mehrheit gewinnt. So, genug gequatscht. Was haben wir heute vor? Eigentlich auf dem Weg machen zur Eiktür, dem Guten. Zur Eiktür, bin ich dumm? Ja, Glut. Wir reparieren nochmal alles. Also ich weiß sowieso noch nicht, was ich brauche für ihn. Aber ich glaube, ich hatte es vor Ewigkeiten mal gelesen. Waren das diese Totems? Warte mal, wir müssen mal fix gucken. Nee, Gebirge wird es nicht sein. Wenn, dann habe ich das wahrscheinlich mit bei den Trophäen reingeschmissen. Guck mal, die hier. Fulling Totem. Ach, siehste, kanalisiert die uralten Kräfte Jagdluts. Ey, geil. Wer es verpasst hat, wir haben uns jetzt endlich hier die Schwarzmetallachs gebastelt. Ist an sich auch ganz geil, müssen wir aber auch noch upgraden. Ach, und bevor es losgeht. Ich habe ohne Ende Schwarzmetall geschmolzen, wie ihr seht. Damit wir das Messer oder die Klinge oder das Schwert oder wie auch immer es heißen mag, endlich mal hochkriegen. 10 Leinzwirn, 20 Schwanzmetall. Habe ich Schwanzmetall gesagt? Nein. Ganz komisch. Was? So, also, Leinzwirn, Schwarzmetall, 20 Stück, zack. Und dann butter mal das Ding mal direkt auf die 3. Und zack, und wenn wir es jetzt nochmal, jetzt haben wir die 107, ne? 107 Schlitzen und dann kommen nochmal 113, 30 Schwarzmetall. So, haben wir noch, ich habe jetzt gar nicht nach dem Leinzwirn geguckt. Ich hoffe, es reicht. 30 haben wir. Quäl dich rüber, Freund. Quäle dich. Jawohl. Schwarzmetallschwert. Bam.
Zack, da haben wir es auf der 4. Geil. 117. Nee, 113 Schlitzen wert. Ich gehe kaputt. Wir nehmen die Totems ja jetzt erstmal noch mit. Ich würde ihn jetzt nicht direkt herbeirufen wollen. Aber zumindest, dass wir schon mal dort sind. Und dann macht es natürlich auch Sinn. Was ist denn hier los? Dass wir uns gleich ein Portal mitnehmen. Schlange ist nicht verbunden. Ich das letzte nicht abgerissen habe. Man muss ja immer eins mitnehmen, wenn man die umbenennen will. Aber okay, dann können wir uns ja mit Schlange verbinden. Also Schlange merken. Schlange merken, Schlange merken. Wir gehen gleich nochmal eine Runde pennen und dann auf. Jetzt ist halt die Frage bloß wegen Boot. Wir sind doch von hier oben rangekommen, ne? Hier steht das Boot. Ebenenbasis. Das ist halt nur das kleine Kackding. Wie weit haben wir es denn? Ja, es ist an sich nicht so weit. Hierhin teleportieren? Zum Boot? Na gut, einmal Bogen könnte schwierig werden. Ist das durchgängig hier? Nee, hier kommt ein Fluss. Hier kommt ein Fluss. Oder basteln wir uns ein neues? Ich hätte halt schon wieder Bock auf ein großes. Aber ich glaube, da braucht man wieder ordentlich Eisen, ne? Warte mal, wo war denn der Scheiß? Hier, Langschiff. 100 Eisennägel. 40 uralte Rinde, 40 Edelholz. Das haben wir alles nicht. Ich habe jetzt keinen Bock zu sammeln. Sage ich euch, wie es ist. Scheiß drauf. Dann holen wir das andere Boot. Vielleicht dauert es einen Moment länger. Einfach Daumen drücken, dass keine gute Seeschlange kommt. Das wäre äußerst schade. Die Quali von dem Video müsste jetzt besser sein. Ich habe nämlich durch ein sehr hilfreiches YouTube-Video gelernt, dass es verschiedene Encoder oder Codierer gibt bei YouTube. Der eine, der geil ist und der eine, der nicht so geil ist. Und wenn du den haben willst, der geil ist, musst du den ganzen Scheiß hier einfach in höherer Auflösung als Full HD hochladen. Deswegen rendere ich das jetzt alles ein bisschen hoch, obwohl ich es nur in Full HD aufnehme. Aber am Ende ist es wirklich einfach dieser Encoder oder Codierer oder wie auch immer dieses Scheißding heißt. Wodurch die Videos besser aussehen. Schon krass. Gut, also Essen haben wir am Start. Wir haben den Bogen, wir haben Pfeile. Wir haben den Uralten, den hauen wir auf jeden Fall weg. Wir brauchen ganz, ganz dringend Knochenwanst. Und dann geht's los. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. So, Opfersteine. Hier drüben sind sie. Knochiger, komm schon. Zack. Da, Mann. Was fehlt denn jetzt noch? Brot fehlt einmal. Achso, wir wollten noch Zeug für ein Portal mitnehmen. Ich hätte es schon wieder fast vergessen. Ich bin aber auch ein Dödel, ey. Aber das wäre lustig geworden, ohne Scheiße. Wieder schön losrennen bis dahin, dann kein Portal haben. Nice. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeug. Sortlingkerne müssten ausreichend da sein. Ich habe eher Angst ums Edelholz. Das gute Edelholz, ne? Falls ich irgendwie extrem glänze, ihr wisst, woran es liegt. Ich will mich nicht in jeder Folge drüber aufregen, wie warm es hier ist, aber es ist warm. Augen, wir brauchen Augen. Waren es 10 oder 20? Ich glaube 10 und wir brauchen 2... Surtling-Kerne. Surtling. Jo, haben wir. Schlange hieß es, ich hab's mir gemerkt. Warte mal. Entschuldigung, aber wir können mal fix noch den Flug und die alte Axt reinhauen. Reinhauen. Die brauchen wir nicht. Also, jetzt ganz wieder normal Ebenenbasis, ne? Wir müssten uns eigentlich schon längst beim Loxi kümmern. Wir könnten so viel schneller unterwegs sein. Ach, Mann. Ich weiß gar nicht, kann man sich mit Loxi teleportieren? Ich glaube, ich hab's schon mal gegoogelt. Aber ich weiß die Antwort nicht mehr.
Finden wir noch schnell ein paar Moltebeeren. Ah, da ist schon wieder die halbe Folge gefühlt rum und wir haben wieder gar nichts geschafft. Es tut mir leid, aber es wäre schon geil. Mit Loxi unterwegs, ein bisschen schneller in den Ebenen. Ich sehe schon. Ich sterbe jetzt beim Versuch, sie zu füttern. Sie reißt das Portal ein und wir haben wieder drei Folgen zu tun. Ah, nein! Warum ist er denn jetzt aufgestanden? Bist du behindert? Oh, Digga, das kann doch nicht der Ernst sein jetzt. Mann, ich sag's noch. Gut, wir rennen weg. Loxi, hau ab. Hau dir nicht jetzt alles angreifen, bitte. Guck mal, da liegen Moltebeeren. Ja, sie steht jetzt kacke. Dann schleiche ich mich gleich von hinten ran und sie dreht sich rum. Genau das. Hat sie mich noch? Da frisst sie die Moltebeeren. Ne, die Moltebeeren liegen da drüben. Ja, jetzt riech doch mal. Schnupper mal. Links von dir. Ah, nee, ich glaube, die ist noch aggro auf uns. Oder, nein, sie frisst die Moltebeeren. Jawohl. Gönn dir, Loxi. Komm. Jetzt würde ich gerne mal wissen, bei wie viel Prozent wir stehen. Warum habe ich denn schon wieder keine Suppe intus? Achso, ich sehe es wieder nicht. Ich bin geschlichen. Was hat das Vieh für Ohren? Ganz im Ernst. Ich bin geschlichen. Mann. Ja, ich weiß nicht. Wir brauchten Moltebeeren in der Hand. Sonst haben wir es nicht gesehen, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht. Also, wir müssen zum Boot. Achtung. Hier waren, glaube ich, wieder neue, ne? Oh, aber ausdauertechnisch sind wir gerade gut unterwegs. Holla die Waldfee. Hinten ist auch noch eine kleine Horde. Da wartet schon Goblin auf uns. Gar kein Bock. Mit Schild? Mit Schild? Seit wann gibt's sie denn mit Schild? Ist das neu? Oder mit Perwoll gewaschen? Ich weiß es nicht. Ne, mal ganz im Ernst, seit wann gibt's die mit Schild? Hab ich noch nie gesehen. Oder ich erinnere mich einfach wieder nicht dran, wie an fast alles. Aber nein, ich glaube, ich habe noch keinen Fuhlinger mit Schild gesehen. Tränke und alles am Start. Perfekt. Ausgeruht könnte noch ein Ticken länger sein, aber okay. Ich weiß nicht, wir hätten ja auch den anderen Skill mitnehmen können von der Drachenmutti, dass wir halt schön Rückenwind haben. Wären wir sicherlich schneller unten. Aber Knochenwanst rettet einfach Leben. Wieder schön ohne Ausdauer, ey. Guck ich, jetzt will ich mal wissen, was das Schwert macht. Einmal perfekt blocken. Alter Schwede, One-Hit. 115 Schaden reingeschmissen. Ha, geil. So kann es gerne weitergehen. Hä, bin ich bescheuert? Aber hier muss doch... Ich habe mir das Boot genau hier markiert. Finde den Fehler. Das sieht halt auch... Ach nee, hier vorne. Ich dachte, das ist das Wasser. Mann, nein, hau ab. Boah, gleich wieder drei, ne? Ich dachte wahrscheinlich, das ist das Wasser. Ich habe das erst im Nachhinein markiert. Ich dödel. Es fliegt hier schönes rum. Ah, Mann, ich guck mir hier einmal die Schönheit an. Das Spiel gönnt dir gar nichts, aber wirklich gar nichts. Gucken, ob man mit dem Schwert mit der Range... Nein, schade. Zweimal pieksen lassen. Wird wieder tagelang jucken.
Sind bei euch zurzeit auch so heftige Mücken unterwegs, so richtige Riesenviecher? Alter Schwede, ich habe letztens eine Mücke gesehen. Wann war denn das? Gestern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hatte Angst, es frisst mich. So groß war es. So, da hinten ist es. Würste geben schon wieder nach. 12 Minuten halten die noch und die geben schon wieder auf. Das ist echt... Das nervt mich am Spiel. So. Komm, Leiter hoch. Zack, bam. Hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen hier den Kanal lang. Also in... Aua. Ah, ich hätte es nochmal reparieren sollen. Also hier hinter. Reparieren wir es nochmal? Nee, komm, wir riskieren. Wind ist, naja, so halb mit uns. Gut nicht, schlecht auch nicht. Boah, hoffentlich... Es wird jetzt so eng, ne? Gott, ich mit meinem Bootkünsten. Scheiße. Naja, mal gucken. Ich sag nichts. Ich weiß, vielleicht sollte man in so engen Passagen dann vielleicht auch einfach mal eine Runde ruhiger machen. Ey, ey, ey. 40 Schaden. Nee, wir müssen das Boot nochmal reparieren. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass das hier beim ersten Dranknabbern zerbricht. Ah, ich habe gar kein Schild. Boah, bam. Alter, ich liebe das Schwert. Frostner ist zwar auch geil. Jetzt haben wir natürlich kein Holz, ne? Aber wir haben eine Axt dabei. Frostner ist natürlich auch geil mit Einfrieren und Co. Aber dieses Schwert... ballert so viel Schaden rein. Holz brauche ich doch eh, wenn ich ein Portal bauen will. Von daher passt es doch, wenn wir jetzt gleich welches mitnehmen. Können die Werkbank ja gleich wieder abreißen. So. Ich habe aber irgendwo ein totes Kito gesehen. Er scheint uns in Ruhe zu lassen. Reparieren. Ja, okay. Wäre vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen, aber ich glaube bei der ersten Seeschlange, wenn eine kommen sollte... Wert ist mir danken, dass wir doch nochmal angehalten haben. Was ist denn jetzt? Ach, komplett Gegenwind. Natürlich. Weiß nicht, aber dieses Symbol unter der Karte, was das Paddel darstellen soll, sieht für mich immer aus wie ein Besen, mit dem gerade gekehrt wird. Weiß auch nicht warum. So, auf geht's. Einmal mit Manneskraft. Hier durch den schönen Pass sieht doch auch geil aus. Bootsfahrermusik ist wieder am Start. Da muss ich glatt dran denken, wie lange wir Haldo gesucht haben. Wie Ewigkeiten wir unterwegs waren. Den Typen zu finden. Ah, langsam. Wir müssen eigentlich auch nochmal so eine Seeschlange an Land ziehen. Wir konnten doch mit den... Mal, wie war denn das? Die Schuppen hast du, glaube ich, nur bekommen, wenn du die an Land getötet hast, ne? Konnte man da auch noch ein geiles Schild herstellen. Aber komm, wir kommen durch. Passt alles. Frage ist, wie lange das noch geht. Und dann geht's hier runter. Werden wir die Folge wahrscheinlich nicht mehr schaffen, wenn der Wind so bleibt. Aber wir haben ja Zeit. Was haben wir denn heute? Donnerstag, ne? Also kommt Samstag noch eine Folge. Sonntag wieder Stream.
Der Zusammenschnitt kommt dann am Montag. Da muss ich ganz schön ranklotzen. Habe ich Sonntag wieder Stream? Ich glaube, ich habe Samstag gesagt. Also heute Donnerstag. Nächste Folge Samstag, genau Sonntag Stream und dann kommt Montag. Da muss ich ganz schön ranklotzen. Sonntag Stream, Montag hochladen, aber okay. Für euch mache ich das. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, so, das geht jetzt die restlichen 10 Minuten dieser Folge so. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Hä? Ach, richtig Titanic-Style. Aber der Wind ist wieder ein bisschen mit uns. Ich habe ein bisschen Schiss hier auf dreifachen Segel mit diesem engen Fluss hier zu zimmern. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Gerade wenn ich die ganzen Steine hier sehe. Den habe ich nicht gesehen. Mensch. Ist aber auch gemein. So, ich glaube, wir haben's. Der Wind ist wieder schön gegen uns jetzt, wenn wir hier runterfahren müssen. Ach, Menno. Es muss doch einfach nicht sein. Man kann doch auch einmal Glück haben. Ja, komm, stoß nochmal an. Ach, das geht jetzt wieder. Ich glaube, wir müssen paddeln. Wir räumen mal ein bisschen Karte. Oh, nee. Doch nicht. Zu viel los hier im Meer. Ach, das geht nicht weg, ne? Haldo ist da die ganze Zeit voll in der Horde. Och, der Arme. Der wird hier seit Tagen massakriert da oben. Keiner hilft ihm. Ich hoffe halt bloß, dass die mir das Portal nicht kaputt machen. Weil in den seine Schutzblase konnten wir es, glaube ich, nicht setzen, ne? Das musste davor sein. Boah, das wäre richtig ärgerlich. Wir haben ja gar kein Portal hier in der Nähe. Oder? Na gut, vielleicht... Doch, hier oben. Nebellande. Gut, das würde noch gehen, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Ich hoffe halt trotzdem inständig darauf... dass Iron Gate langsam mal das nächste große Update bringt, weil wir sind fast durch. Klar, wir können noch extrem viel weiterbauen und wir können noch die ganze Welt entdecken. Aber so rein, was Story betrifft, sind wir halt schon langsam so am Schluss. Sag mal, wenn wir dann durch sind... Ja, weiß nicht, werden wahrscheinlich erstmal nur so Twitch-Zusammenschnitte kommen. Wie wir halt ein bisschen was basteln und vielleicht noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Aber ich möchte euch auf jeden Fall jetzt nicht wochenlang mit 30-Minuten-Folgen ärgern, in denen wir nur basteln oder nur Ressourcen sammeln oder Welt entdecken oder... Na, ja, mal gucken. Aber ich denke mal fast, wenn es soweit sein wird, machen wir dann erstmal nur Twitch-Streams. Dann werden auch 2 pro Woche kommen, dass wir dann auch locker 2-3 Folgen Valheim pro Woche, also Zusammenschnitte, dass ich die euch hochladen kann. Und dann geht's vielleicht mit normalem Let's Play weiter, wenn das nächste Update kommt. Die Nebellande müssen ja langsam mal zum Leben erweckt werden. Und so vieles mehr. So, wir müssen ein bisschen weiter links. Wind ist aber einigermaßen mit uns. Ganz schön raue See gerade. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen für Monster im Meer. Ich würde sagen, wir driften gerade ein bisschen ab. Was ist denn da los? Ich habe das Gefühl, dass so eine Seeschlange kommt. Wirklich, ich spüre das. Ah, krass, das war früher nicht so. Dass die Kamera so mitgeschwenkt hat und das Boot so krass zur Seite geht, das muss neu sein. Boah, und guck dir mal den Wellengang an. Der war da auch früher nicht so heftig. Boah, Riesenwelle. Haha, scheiße. Na, hoffentlich... Haben sie jetzt nicht noch mit einprogrammiert, dass es ab und zu mal Schaden gibt oder das Ding komplett umkippen kann?
So, ein kleines Stück weiter rechts noch, bitte. War schon wieder zu weit. Da vorne kommt Land. Das gefällt mir nicht. Aber bitte lass es jetzt nicht so eine komplette Bucht sein, wo wir gar nicht dran vorbeikommen. Aber vor uns kommt auf jeden Fall was. Oh, krass. Hast du gesehen, wie schnell das Ding umgelenkt hat wegen dem Wind gerade? Guck mal. Bam. Das ist ja hier richtig Motorboot-Style. Jetski-mäßig und so. Scheiße. Oh, krass, kack. Kack, kack, kack. Vergessen, das Ding wieder umzulenken. Och, nö, ich will jetzt nicht, dass hier so eine Kacke kommt. Wir müssen, glaube ich, links vorbei, oder? Man sieht halt auch... Okay, dort... Nee, dort sieht's auch frei aus. Komm, lenk nochmal so schön um wie gerade. Dann sind wir auch voll im Wind. Lass es mich nicht bereuen. Boah, sieht das geil aus. Sonnenaufgang. Nee, Untergang. Ja, ich glaube, da kommen wir durch. Alter, ich hab's gewusst. Mann, wir überleben es bestimmt nicht. Ich meine, es war nur 10 Schaden, aber es gab's doch alles früher nicht. Mach doch die Bootsfahrt nicht noch schwerer, als es schon ist. Ihr Schweine. Warum haben wir denn jetzt schon wieder Gegenwind? Oh ja, wir müssen dringend was futtern. Ach, komm doch. Regst dich einmal übers Spiel auf, komm Gegenwind. Och man, es ging so schön voran. Ist doch scheiße. Also, dass ihm hier nicht schlecht wird, ist ein Wunder. Obwohl. Er sieht so ein bisschen zusammengekrümmt aus gerade. Vielleicht unterbricht er... Nee, nicht unterbricht. Unterdrückt er sich seinen Kotzreiz. Noch schnell eine Brechbeere rein. Wie wär's denn damit? Wird er hier die ganze Zeit vor dem Paddel gehauen und ich fahre bestimmt gleich irgendwo dagegen. Nö, geht noch. Ich sag nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Wirklich. Ich hab's gewusst. Ich hab's gerochen. Ich hab's geschmeckt. Ich hab's gepisst heute Morgen. Ich weiß es nicht. Ah, und mein Boot abgeschossen. Na moin. Wir gehen bestimmt gleich unter. Boah, scheiße. Jetzt müssen wir echt ranklotzen. Wir müssen richtig ranklotzen. Ich meine, die Nadelfeile hauen rein wie Sau. Aber das Vieh ist halt auch nicht ohne. Komm, zwei Schüsse. Na, halt noch einen Biss aus, Boot. Jawohl. Ein noch. Haben wir... Nein, ich hab mein Boot getroffen. Kommt da noch eine? Nee, das war die, ne? Bam. Ah, ich hätte gern das Fleisch. Wir müssen hin. Es ist... Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. Kacke, finden wir das jetzt wieder. Jetzt wird auch noch Nacht. Boah, kurz wieder beruhigen. Entschuldigung. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. Habe ich schon gesagt, dass ich es gewusst habe. Ja, da vorne liegt das Fleisch. Komm, jetzt jodel doch mal die Bude rum. Ich darf es nicht aus den Augen verlieren. Nein, da drüben ist es. Wir können natürlich auch schwimmen, aber dann ertrinke ich am Ende noch. Er kann es einfach nicht mehr. Ach so. Weil ich nach hinten gelenkt habe. Macht Sinn. Also nach hinten gepaddelt. Ihr wisst schon, Mann. Ich bin heute aber auch. Ah, wir haben neues Fleisch. Ja, wir müssten wahrscheinlich mal schnellstmöglich hier an Land. Um das Boot zu reparieren. Boah, nein. Ich hab's doch auch. Bleib doch stehen, Boot. Was bleibt stehen, sobald wir rausgehen? So, 6-mal Schlangenfleisch. Schnell zur Leiter und gut ist. Wir machen jetzt mal fix hier an Land. Ich hoffe, es wird jetzt hier nicht so Insel des Todes mäßig. Dass uns jetzt die ganze Zeit irgendwelche Viecher abfacken, aber es könnte, glaube ich, Sumpf sein, ne? Ach, lenkt doch nicht. Naja, aber war zwar nochmal ein bisschen spannend zum Folgenende, würde ich sagen. Die zweite Seeschlange, die wir erlegt haben. Hey, hier war doch gerade Land, oder? Waren hier nicht Bäume? So, nee, ich muss weiter rechts.
Da drüben. Ebenen. Okay. Ist das nicht Sumpf? Ah ja, wir landen jetzt hier. Also ja, landen, ne? Und wieder Gegenwind. Ach komm noch, es ist wirklich, der Wind macht einfach genau das Gegenteil von dem, wo du hin möchtest. Ich glaube, es ist Absicht. Also so viel Pech kannst du ja einfach nicht haben. Hör irgendwas schlagen. Ah, dann werden wir schon wieder direkt erwartet. Ach, guck mal, dort sind Vollidiot. Geschwächt von der Seeschlange, da gehen wir doch mal... Ach, komm. Wie viele denn? Bam, wir können hier mit dem Schwert aber auch einfach reinhitten. Einer ein Speer, nö. Aua, alles Nahkämpfer. Guck mal, wie schnell die fliegen. Haha, ist das geil. Boah, ich bereue es auf gar keinen Fall. Was haben sie da vorne erlegt? Was ist denn das? Ach, das ist einfach nur das Teer. Ich dachte gerade, das ist so eine Riesenmücke. Das sah so ein bisschen so aus, als würde irgend so ein Riesenvieh fliegen. Aber die brauche ich jetzt hier auf jeden Fall nicht. Gut, Leute, wir machen an der Stelle Schluss mit der Folge. Wie gesagt, denkt bitte an den Kommentar. Ich möchte das Ganze echt in eure Hände legen und das so machen, wie ihr Bock drauf habt. Und dann Like und Abo nicht vergessen. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.